So. Hallo, ich bin Albert. Alles klar. Jo. Hallöchen, Popöchen, und herzlich willkommen zurück zu Torchlight. Das müsste jetzt Part Nummer 14 sein. Wenn mich nicht alles täuscht, was durchaus natürlich auch passieren kann. Naja, gut, wollen wir mal schauen. Ich habe auf jeden Fall Lust, hier weiterzumachen. Und ich gucke mir das mal an. Finde die Bibliothek des Aufsehers. Okay, suche nach Ruhm. Auf Ebene 10, okay. Und Wassermann hatte ich gebeten, in einem Gebiet, das unter Wasser liegt, ein Stück schimmelnden Glutstein zu finden. Gut, die Frage ist nur, komme ich da schon hin? Bevor ich jetzt hier weitermache, gucke ich mich erstmal so ein bisschen um. Warte mal, wie? Mit B, ne? Nee. Pabi Partner, okay. Bonus auf Attribut Magie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gebe einfach mal meinem Nachtara ein paar Sachen. Ansonsten bin ich eigentlich, was das angeht, glücklich. Plundergewehr ist natürlich ganz nett. Das Ding ist natürlich auch der Hammer. Nehme ich das mal. Dann habe ich mir ein kleines Feuer, kleines flammendes Giftgewehr gemacht. Guten Tag. So, okay, zuschauen. Auch mal eingefallen, ich suche immer noch ein Stückchen mit Glutstein, oder man kann ihn nur in Gebieten finden, die unter Wasser liegen. Ja, und die Frage ist nur, wo ist dieses Gebiet? Aber ich gehe einfach mal zurück zum Dungeon. Da gucke ich einfach mal, ob ich vielleicht bei der Hauptstory erstmal weitermache. Weil bis jetzt finde ich keinen großen Hinweis, wo ich manuell da hingehen kann. So, Grab der Erweckten. Achso, mit Umstand, okay. Ich muss erst wieder reinziehen. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde es einfach super. Also der Explosionsding ist einfach der Hammer. Der ist einfach wunderbar und der frisst auch gar nicht mal so viel Mana, was die ganze Sache durchaus vereinfacht. Von daher. Die Frage ist nur, bin ich hier richtig? Nicht identifizierte Axt. Ja, das kann zwar alles stimmen. Die Frage ist, warum gibt es hier einen Schrein der Heilung? Den behalte ich mal. Aktuell brauche ich den Schrein der Heilung ja noch nicht. Die Frage ist nur, ob ich den brauchen werde. Ob ich hier vielleicht schon mal gewesen bin. Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Geheimnisvoller Gürtel. Okay, das kann rüber. Das kann rüber. Wie denn nicht identifizierte Axt? Der ist richtig gut, aber der fordert Stärke. Das ist ein Kriegergürtel, ich verstehe. Okay, plus 3 Rüstung gegen Punkt, Punkt, Punkt. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das kann rüber. Das kann auch rüber. Ja, Stadtportalrollen brauche ich nicht, weil ich ja den dementsprechenden Ring habe. Ja, die einzigartigen Schulterstulpen, die sind natürlich
Perfekt, okay. Status, okay, Charakter. Läuft eigentlich an sich auch ganz gut. Ja, aber in der nächsten Zeit habe ich jetzt erstmal kein Level-Up zu erwarten. Sekunde, ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen. Sehr hoch, 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 alles gut. Okay, super. Ich war mir da gar nicht so sicher, weil ich bei OBS ein paar Einstellungen gemacht hatte. Und OBS hat sich jetzt auch groß neu geupdatet. Dementsprechend war das alles ein bisschen schwierig. Und ja, ich habe auf jeden Fall beim letzten Stream einen Fehler gehabt. Den habe ich aber gefunden. Und von daher alles gut. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier vielleicht ein bisschen overpowered bin. Nachtara, komm zurück! Komm zurück, Mädchen! Ja, mein Nachtara ist ein Mädchen und ein Kätzchen. Wieder ein bisschen rum. Super. Identifizierungsschriftrolle ist immer ganz gut. Die Frage ist, habe ich genug davon? Also genug davon habe ich auf jeden Fall. Aber die Frage ist, kann man genug haben? Midas-Kette. 3 Bonus auf Geschicklichkeit und Magie. Hier habe ich 33 Gesund und 8 Eisresistenz. Aber Gesundheit brauche ich jetzt erstmal nicht. So, das ist auch nicht so gut. Das kann auch weg. Eisschaden bin ich mir gar nicht so sicher. Die würde ich gerne erstmal behalten. Ja, wenn die Truhe so offensichtlich da steht, dann... Nehmen. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich mein Mikrofon, meine Maus mit aufnimmt. Aber ich glaube, das ist hält sich in Grenzen. Na, hier gibt es einen neuen Bogen. Ich hätte natürlich einen richtig geilen Bogen gerne. Das wäre super. So, Handfeuerwaffe aus Glutstahl. Oh, das sieht alles ziemlich gut aus. Die Frage ist nur, sind die stark und groß genug? Ja, komm her. Na gut, dann komme ich da nicht hin. Warte mal. Bei jedem Drop muss man echt gucken, ne? Das ist schon teilweise grausam. Okay, Glutstein, Identifizierungsschriftrolle, erstmal alles identifizieren. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile so viel... Oh, glanzloser Schädel. Raub. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. So, 60 Bogen. Ja, das ist alles. Ich glaube, hier bin ich mittlerweile einfach durch die ganzen Nebenquests overleveled. Also vom Equipment her bin ich wahrscheinlich... Man sieht auch, dass ich kaum Schaden kriege. Also sind alle so Streiftreffer. Dementsprechend ist alles noch relativ easy peasy, lemon squeezy. Wie sind Dragon Ball Super so heiß? Ah, also Dragon Ball Super ist eine coole Serie. Guck ich gerne. Gucke ich auf jeden Fall gerne. So ist das nicht. Die Frage ist, bin ich hier wirklich richtig? Das ist immer so ein bisschen Grab der Erweckten, Ebene 7. Wieder ein Schrein der Heilung. Okay. Ich liebe diesen Explosionsschuss. Der macht das alles sowas von einfach. Ich glaube, den sollte ich auch weiterhin aufleveln. Neben den Passiven.
Becken. So, jetzt habe ich gerade nochmal den Titel aufgeschrieben. Jo. Ich meine, das meiste One-Hit ich hier, das ist schon echt. Easy. Okay. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich Sachen finde, die gut sind. Also die mich an meinem Equipment verbessern würden. Dementsprechend bin ich ein bisschen... Mein Inventar ist voll. Okay, Inventar ist voll. Elektrizität und Gesundheit ist vielleicht besser als Feuer. Was haben wir hier? Eisschaden? Ja, komm, ist eigentlich relativ Pumpe. Dann mache ich das so, dann schicke ich nach Tara mal in die Stadt. Hat sich auf den Weg gemacht. Wunderbar, super, freue ich mich. Auf jeden Fall. Und ich gehe schon mal einen Schritt weiter. Ist ganz schön dunkel, ne? Naja, vielleicht mache ich bei den nächsten Aufnahmen. Oh, Kammer des Aufsehers. Jetzt wird's interessant. Jetzt geht's hier richtig ab. Bevor ich jetzt hier aber weitermache, würde ich gerne auf meinen Nachtara warten. Okay, das Rätsel war jetzt sehr schwer. Na gut, mein Nachtara wird schon kommen. So, das ist ein Zielsekundenschuss, aber ich bleibe bei dem beim Explosionsschuss. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Super. Jetzt kann ich die Waffe wechseln. Ist die Frage, ob das besser ist. Oha. Okay. Okay, war das jetzt der Endgegner? Weil der hat schon viel rumgegeben, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber irgendwie war der mir doch zu einfach. Oh, Balogul. Nach Lara kommt zurück. Der hat aber jetzt keinen rumgegeben. Oh, der frisst viel. Der gab auch Ruhm. Okay, hier kriege ich wahrscheinlich richtig. Kann ich. Habe ich richtig Ruhm gekriegt. Sie haben eine Falle ausgelöst. Doch, das war ordentlich. Ich weiß, dass ich eine Falle ausgelöst habe, wenn ich aufs TNT fast schieße. Aber dann nicht davon sprechen, dass ich das unfreiwillig mache, sondern dass es dann schon gezielt ist. So, jo, ich habe trotzdem immer noch so das Gefühl, dass das Spiel doch generell sehr laut ist. Ich glaube aber, das sieht bei euch nur so aus. Dementsprechend schauen wir mal. Aber laut eigener Recherche war das dann doch in Ordnung. Explosionsschuss ist einfach mein Traum aktuell. Bis ich was Besseres finde, aber ich glaube, alle besseren Sachen fressen doch mehr Mana. Obwohl der Zielsekundenschuss an sich ja auch nicht schlecht ist, ne? Ich meine, den kann ich auch einfach durchpetzen. Aber der hat nicht so eine hohe Reichweite. Das jetzt. Gab das jetzt Ruhm? Ich glaube, hier muss ich die richtige Reihenfolge finden.
Wer wagt es, unser Heiligtum zu stören? Ich wage es, du Lümmel. Okay, die verfolgen mich, aber ich kann hier ein paar Skelette beschwören. Mal ein bisschen. Schließ euch der Unsterblichkeit an. Nö. Ich meine, viel Schaden kriege ich jetzt nicht. Eine Frage, haben meine Skelette überhaupt irgendwas gemacht? Warte mal, da kann ich doch bestimmt irgendwas machen. Geheimnisvolle Stiefel. Okay, das ist Krieger. Was haben wir hier? Rüstung? Nein. 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 Auch nicht. Ich bleib bei dem Ding. Bonus auf Attribut Magie. Aber ich habe hier erhöhte Erfahrung. Dann bleibe ich mal bei der erhöhten Erfahrung. Zwei Bonus auf... Ah, nee. Ist alles nichts. So. Das nehme ich mal. Das kann weg. Das kann auch weg. Jo, dann sollte ich eigentlich keine Probleme haben. Auge des Aufsehers. Nicht identifizierter Gürtel. Handfeuerwaffe aus Dingsbums. Identifizierungsschriftrolle. Gesundheit permanent. Das ist eigentlich ganz cool. Feuerresistenz. Das ziehe ich mal meinem Nachthaare an. Was haben wir denn hier? 5 Rüstung. Aber. Oh, Attribut auf Geschick. Auf Stärke. Ist jetzt die Frage. Der Gürtel hat natürlich 2 Sockel. Den kann ich verbessern. Plus 3 Bonus auf Verteidigung, wenn ich das Ding in den Gürtel stecke. Ah, das ist schwierig zu entscheiden, weil Bonus... 8 Bonus auf Geschicklichkeit, 2 Giftresistenz, 2 Eisresistenz und Feuerresistenz. Das kann natürlich ordentlich... Ne? Na gut. Die Frage ist jetzt, wo muss ich lang? Ach, komm schon. Das war's. Das... Nee, das war's noch nicht mit dem Dungeon. Also der Gegner selbst war ziemlich cool. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt schwierig war. Sie haben eine neue Quest gestartet. Wir haben den Aufseher aus seinem Wahnsinn erlöst. Wir können jetzt die Bibliothek durchsuchen. Bin ich dabei, Mädchen? Ah, hier sind seine Aufzeichnungen. Er erwähnt die Suche nach einer Glutsteinschmiede in einer Zwergenfestung noch viel tiefer im Berg. Er hat geglaubt, es würde die Verderbtheit von seinen erweckten Vorfahren nehmen. Ich werde später wieder herkommen, um mehr zu erfahren, aber diese Glutsteinschmiede klingt doch schon mal vielversprechend. Kommt, gehen wir tiefer hinunter. Uns bleibt vielleicht nicht mehr viel Zeit. Alles klar, jetzt muss ich mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ich will jetzt die Parts nicht zu kurz machen, aber auch nicht zu lang. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Erstmal gucken. Sieht doch ganz gut aus. Weißt du was? Ich mache hier einfach mal ein bisschen weiter.
Der Aufseher war schon echt... Die Schönheit dieser versunkenen Gärten überstrahlt ein Zeitalter voller Staub und Verfall. Warum sind Ruinen daraus geworden? Könnte dieselbe Verderbtheit, die nun mich heimsucht, auch für diese Zerstörung vor Jahrhunderten verantwortlich sein? Der Gedanke, der Pesthauch könnte tatsächlich so hart sein, beunruhigt mich. Aber wenn er mich vereinnahmt, muss ich so weit in die Tiefe gehen, dass ich nie mehr entkommen und jemandem Schaden zufügen kann. Doch ich hege noch Hoffnung. Es ist die Hoffnung eines Narren. Trotzdem klammere ich mich daran. Na super. Okay, das ist also die Esterianische Kammer. Muss mal gucken, ob ich weitermachen will. Also ich werde natürlich jetzt weiter aufnehmen, das ist klar. Die Frage ist nur, ob ich jetzt den Part beende oder nicht. Ich würde aber sagen, den Part beende ich jetzt erstmal. Ich denke mal so 20, 21 Minuten, das ist wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Macht's gut, ciao!